Im dritten Teil der Overwatch-Background-Story sehen wir uns die zwei japanischen Ninja-Helden an, die sich als Brüder einen erbitterten Kampf liefern. Hanzo war der älteste Sohn des Familienoberhauptes des Shimada-Clans. Diese existiert seit Jahrhunderten in Japan als Assassinengilde, aus der sich später ein mächtiges Verbrechersyndikat herausbildete, die mit Waffen- und Drogengeschäften Reichtum anhäufen konnten. Seit seiner Kindheit wurde Hanzo darauf vorbereitet, den Clan eines Tages zu übernehmen und bewies schon früh sein natürliches taktisches Verständnis sowie seine Fähigkeiten im Schwertkampf und Bogenschießen. Genji hingegen lebte als jüngerer Sohn des Meisters des japanischen Shimada-Ninja-Clans ein luxuriöses und privilegiertes Leben. Die illegalen Geschäfte seiner Familie interessierten ihn wenig und er hatte außer seiner Ausbildung zum Ninja nur ein Leben als Playboy im Kopf. Viele Clanmitglieder sahen den Jungen mit Argwohn aufwachsen, da sie in ihm auch einen Risikofaktor sahen und sie es seinem Vater verübelten, dass er ihn so verhätschelte. Als der Anführer des Clans verstarb, forderte ihn sein zwei Jahre älterer Bruder Hanzo auf, eine aktivere Rolle im Familienimperium einzunehmen. Nachdem Genji dies aber nicht wollte, kam es zu einem erbitterten Kampf der beiden Brüder. In diesem wurde Genji beinahe zu Tode geprügelt und sein Bruder hat ihn für tot erklärt. Er wurde jedoch von Overwatch unter der Leitung von Dr. Angela Ziegler aufgenommen und mit Hilfe von Cyberimplantaten wiederbelebt. Die Organisation sah in ihm ein Mittel im Kampf gegen den kriminellen Shimada-Clan. Ausgerüstet mit einem kybernetischen Körper, der seine Schnelligkeit verbesserte und ihm überragende Ninja-Fähigkeiten verabreichte, machte er sich schließlich zur Aufgabe, das Imperium seiner Familie zu zerschlagen. Nachdem er dies letzten Endes auch erreichte, kehrte er Overwatch den Rücken, angewidert von seinem mechanischen Körper und dem, was sie aus ihm gemacht hatten. Im Laufe seiner Reisen traf er auf den Mönchen Zenyatta und begleitete ihn in dessen Kloster nach Nepal. Hier wurde der Mönch Genjis Mentor, mit Hilfe dessen er seine Koexistenz als Mensch und Maschine in Einklang brachte. Er lernte zu akzeptieren, dass seine menschliche Seele trotz des Cyborg-Körpers immer noch intakt war und er durch seine neue Form ein einzigartiges Geschenk erhalten hat. Während Genji als Cyborg im Shimbali-Kloster in Nepal Frieden mit seinem aufmontierten Körper geschlossen hat, schlug sich sein älterer Bruder Hanzo als Söldner und Auftragsmörder durch. Nachdem der angebliche Tod seines Bruders ihm das Herz brach, lehnte er das Erbe seines Vaters ab und verließ den Clan. Er bereiste die Welt, um weiter an seinen Fähigkeiten zu arbeiten, seine Ehre wiederherzustellen und die Geister seiner Vergangenheit loszuwerden.